Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs, haben letztes Mal mit dem Händler gesprochen. Der war ganz aufgeschlossen, dass wir ihm Sachen nächstes Mal anbieten, die er haben wollte, und hat dann gesagt, dass er Drinks und Ammonation oder sowas von uns haben will, ne? Und wir haben ihm ja halt so wie Alkohol und Saat und sowas alles gesagt, dass er das mitbringen soll. Jo, das war sozusagen, das ist das, was wir dem aufgelastet haben, haben dann aber wohl noch festgestellt, dass hier noch eine weite Karawane da ist, oder? Caravan from Shaguxigan has arrived. Shaguxigan, ja, so ähnlich heißt das wohl. Ja, das sind jetzt diese hier dann, ne? Das ist jetzt ganz interessant. Jetzt müssen wir aber gucken. No Trader needed Depot, nee. Move goods from and. Ja, jetzt ist die Frage, ist es doch, ist es das wirklich oder ist es hier Popper-Mail-Shirt? Hey, ist das jetzt hier angekommen? Nee, das ist Distanz, das ist nicht hier in der Nähe. Leatherbacks, Barrels. Betten. Applewood Bed. Warte mal, lass uns mal gerade gucken, was sind das? Humans? Marksdrafts, Zwerge sind das. Okay, das sollte dann kein Problem sein. Glaube ich. Oder nee, das ist wahrscheinlich einer von unseren Leuten und das ist, na, weiß ich jetzt nicht. Lass mal ganz kurz weiterlaufen, dann sehen wir, nee, der. So, das müssten jetzt die sein, die da sind. Das ist ein Zwerg und das ist ein Merchant, Verkäufer. Trade Depot. Vielleicht ist das doch einer von unseren Leuten hier oder so, weiß ich aber nicht. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wir waren jetzt hier unterwegs und wollten da vielleicht was hinbringen, ne? Das sind hier einfache Betten, die können wir da hinbringen. Die können dann verkauft werden, ne? Aber ich sehe schon, ich habe wieder mal den Dingens gemacht hier hinten, das Mausrad bewegt und das war nicht so gut. Das kann alles hier hin, ne? Ja, da kann man auch da drücken, haben wir jetzt alles gemacht. Buckets will ich nicht abgeben. Käfige. Aber da müssen wir noch einen releasen hier, da muss noch einer raus. Seile brauchen wir selber. Cheese wollten wir behalten. Handwear. Ja, das behalten wir auch besser. Legwear. Ja, will ich jetzt auch nicht rausgeben. Locks. Und mal 10 Stück davon. Fleisch? Nee. Fisch. Vom Fisch können wir alles abgeben hier. Können die mitnehmen. Der stinkt nur. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tools. Ja, Wheelbarrows, ne? Die haben wir eigentlich alle gemacht. Zum Verkaufen auch, oder? Das hier ist niedere Qualität, ne? Hier sind aber zwei Sachen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Level welche hatten. Chestnut Wheelbarrows, Wood Wheelbarrows, Persimmon Wheelbarrows. Weißt du was? Mach so. Und hau die auch raus. Und dann passt das schon. Waffen? Nee, das wollen wir ja behalten. So, dann ist das schon erledigt. Jetzt bringen die das da erstmal hin, glaube ich. Jetzt ist das wieder nicht mehr da. Da ist der Käfig. Ja, die bringen jetzt da ganz viele Sachen hin, aber ich weiß gar nicht. Okay, awaiting. Das geht runter, das heißt, da sind gleich die Sachen alle drin. Aber Trade ist jetzt nicht gerade möglich. Vielleicht ist das doch kein neuer Händler. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Ich sehe gerade, ihr seid immer noch im Hauptbildschirm.
Ja, ich habe jetzt die Auswahl da halt geändert und dann passt das schon. Ich glaube, es waren zwar jetzt 5 Minuten, die ihr da gesehen habt, aber ich habe halt nur Sachen angeklickt und weg. Das war jetzt nichts Spielentscheidendes. Broker Rest at Depot. Ja, das hätte ich mal als erstes drücken sollen, ne? Kommt der auch? Ich will's hoffen. Da ist er. Und dann können wir auch handeln. Also, war doch richtig. So, jetzt müssen wir nur gucken. Was haben wir denn mal so hier? Also Fleisch. Anvils. Taschen hat er. Fässer haben sie. Und Käfige haben sie. Nicht ganz so viel, ne? Jetzt ist mit den Taschen hier. Aber das ist ein Spawn. Das ist schon mal gut, oder? Plump Helmets, Dimple Spawn. Sweetpot, Weed Cup. Pigtail hatten wir, glaube ich, nicht. Dimple Cup nehmen wir auch noch. Rocknuts hatten wir noch nicht. Cape Wheat hatten wir schon. Sweet Pot hatten wir schon. Rocknuts hatten wir schon, oder? Ja, hatten wir. Das war das letzte angehakte. Und Pigtail hatten wir auch schon. Gut, das heißt, die nehmen wir, wenn es geht. Hier mal rum, ne? Mal gucken. Machen wir alles erst. Anvil brauchen wir jetzt nicht. Und Fleisch. Machen wir mal gerade erstmal alles. Und der hat Gewicht 332. Die Betten kriegt er erstmal alle. Tradersverluste sind jetzt gerade schon ein bisschen runtergegangen. Und die Bracelets kriegt er auch alle. Den Fisch kriegt er auch alle. Die Wheelbarrows kriegt er auch alle, aber das ist schon schwer, ne? Die wiegen auch teilweise mehr wie die Betten, oder? Ah, die Steine kann er gar nicht tragen, das ist viel zu schwer. Aber die Betten haben wir schon drin. 69 ist da jetzt noch. Das heißt, wir können jetzt noch. Also die Steine gehen gar nicht mit, weil er so viel kann er nicht tragen. Das heißt, er könnte das und das noch nehmen. Excess Wide. Okay, das heißt, ein Holz nimmt er mit und der Rest ist das andere. Und jetzt sind wir noch Traders Lost unterwegs. Das heißt, wir müssen jetzt definitiv aussortieren. Das ist teuer. Das ist teuer. Das und das ist auch teuer. Warte mal, ich sehe gerade, da steht unten noch Excess Whites. Ach so, das heißt, wenn ich jetzt auch was zurückgebe, ändert sich das natürlich hier auch. Dann müssen wir auf jeden Fall noch Samen loswerden. Das Gewicht ist hier natürlich nicht so maßgebend, ne? Aber hier ist das Geld maßgebend. Aber die Plump Hamels will ich auf jeden Fall behalten. Sweet Pot Seeds. Das muss weg, dann leider. So, was haben wir hier am Bier? Ja, müssen wir auch was loswerden, ne? Oh, ich sehe schon, das Gewicht ist jetzt auch schon wieder zu schwer.
haben wir da oben? Ah, Käfige, ne? Wenn wir natürlich eine Kuh nehmen, ne? Dann hat er nicht solche Gewichtsprobleme, ne? Bull Cage. Dann könnten wir dem auch noch andere Dinge anbieten, aber... Stein und sowas bringt kein Geld, ne? Wie kriegen wir das wieder geschickt hin? Wenn ich die beiden nehmen würde, ne? Müsste ich aber ganz viele andere Sachen, die ich gerne hätte. Wegen dem Traders Lost. Wenn ich das wegmache, na, das ist, dann kann ich alles wegmachen wahrscheinlich. Ich jetzt wüsste, ob ich eine Kuh oder einen Bullen habe, aber lass mal die Kuh da, den Bullen weg. Und ob ich überhaupt das habe, ist die nächste Frage. Ja. Okay, Feedback. Wenn ich jetzt den Bullen wegnehme. Ne, was habe ich jetzt weggedraben? Barrel hier. Warte, lass uns nochmal den Bullen wegnehmen. Jetzt macht er schon mal Gewinn, aber es ist noch zu schwer. Das heißt, wir müssen noch ein Wheelbarrow oder ein Bett wegnehmen. Betten sind mit 12 und 22 da. Ja, dann müssen wir irgendein Wheelbarrow hier wegbringen. 25 ist das schwerste. Und noch eins. Na, das passt auch noch nicht. Jetzt passt es vom Gewicht. Und der Trader hat jetzt Loss. Dann wird es wohl mit dem Fleisch am besten sein, ne? 15, 40. Oh Mann, das ist schwieriges Handeln jetzt hier. Ah, die Plump Hamels sind es halt wahrscheinlich auch, ne? Und dann ist er vielleicht noch nicht mal zufrieden mit dem Profit. Wenn ich jetzt einen Barrel mache, ist aber schon wieder zu viel Gewicht. Das sind nur 20. Muss wieder ein Bett noch mehr dran glauben, kann das sein. Aber dann macht er keinen Gewinn. Dimple Cups. Plump Helmets, das sind wichtige Dinge. Das kann ich nie machen. Und fast ist wieder dann 14. Ein schweres Bett. Schon wieder 11. So macht er noch Gewinn. Trade. Ja, ist zu schwer. So, jetzt müssen wir noch mal genau gucken. Was bringen die Wheelbarrows? Ja, die Betten bringen nicht so viel mit dem Geld. Da muss ich hier eins wegmachen. So wird's gehen. Even with your combined trade goods such as they are, I can't further you ending up with the items you desire. Ja, das ist ihm zu wenig, ne? Vielleicht muss es dann doch so sein.
Jetzt wäre er schon ziemlich zufrieden. Da passt das Gewicht jetzt aber nicht. Und so. Jetzt ein Fass, ein leichtes Fass. Aber 85 sind es nur, aber dann ist es wieder doof hier, ne? Vielleicht ist er so zufrieden. Ja, er war zufrieden, das war schon mal gut, ne? Das hat geklappt. Das heißt, können wir ihm jetzt so das alles lassen. So, das heißt, damit sind wir durch. Die können alles wegräumen. Die können dann ja auf die Reise gehen und wir müssen gucken, dass wir die Käfige auseinander machen, den Bullen daraus. Ne, haben wir ja gar keinen, aber wir haben noch was von vorher, ne? Das müssen wir dann gucken. Jo. Aber erstmal würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Wir haben nochmal gehandelt. Wir müssen gucken, was ist das? Left click for recenter. There is nothing to catch in the northern swamps. Brauchen wir auch nicht. Ja. Würde ich sagen, Folge ist lang genug. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.